Nepal. Mount Everest. 9. Mai 1996. 22:15 Uhr. Die Bergsteiger aus zwei kommerziellen Expeditionen bereiten sich darauf vor, das vierte Lager zu verlassen, das höchste Lager am Berg. Die Teams haben 4 Wochen lang von ihrem Basislager aus aufgestiegen. Vom vierten Lager aus werden sie den letzten Aufstieg zum Gipfel des Berges in 8850 Metern Höhe unternehmen. Neal Beidleman war der Führer der kommerziellen Expedition Mountain Madness. Ich steckte meinen Kopf aus dem Zelt. Es war sehr kalt, aber klar und kaum Wind. Kurz vor Mitternacht verließen wir das Zelt und halfen den Kunden, sich auf den Weg zu machen. "14 Bergsteiger hatten beschlossen, den höchsten Punkt der Welt zu bezwingen. Sie wurden von 6 professionellen Bergführern geleitet. Lukas Sischke, der Abenteuerberater, sagte, wir konzentrieren all unsere Kraft und körperlichen Fähigkeiten auf den nächsten Schritt. Nichts anderes zählt. Es spielt keine Rolle, dass ihr völlig erschöpft seid, dass euch der Sauerstoff komplett ausgeht. Nur die reine Willenskraft bringt euch auf den Gipfel. Auf einer Höhe von 8000 Metern betraten die Bergsteiger die sogenannte Todeszone. Die Luft ist hier zu dünn, man kann hier kaum noch atmen. Der Anführer von Mountain Madness, Scott Fisher, geht hinter seiner Gruppe und hilft den schwächeren Bergsteigern. Rob Hall, der Anführer seiner eigenen Gruppe, tut dasselbe für seine Gruppe. Rob Hall hatte den Everest bereits 7-mal bestiegen. Er war ein echter Experte, und wir hatten ihn aufgrund seiner Führungsqualität. und sehr windig. Wenn Sie nichts mehr von mir hören, heißt das, alles läuft nach Plan. Es ist inzwischen 2:30 Uhr. Alle Bergsteiger der Gruppe Mountain Madness haben endlich den Gipfel erreicht. Aber nirgendwo sieht man ihren Gruppenführer, den Scott Fisher. Neal Beidleman leitet nun die Gruppe völlig alleine. Die Gruppe Mountain Madness startete nun den Abstieg. Auf der Stufe Hillary traf die Gruppe nun auf ihren Gruppenleiter Scott Fisher. Er war immer noch am Besteigen des Gipfels unterwegs. Genau an dieser Stelle spürte ich plötzlich die dramatische Entwicklung der Geschichte. Beidleman merkte die plötzliche Veränderung des Wetters. Ab dem Start des Aufstiegs sind nun 16 Stunden vergangen. Und die Vorräte an Sauerstoff gehen nun langsam aus. Dann wurde eine von den Bergsteigern am unteren Teil des Gipfels plötzlich bewusstlos. Es war Sandy Hill Pittman. Es war eine Herausforderung, Sandy wieder zum Bewusstsein zu bringen und sie abzuschleppen, denn sonst würde sie dort einfach erfrieren. 3:40 Uhr. Gruppenleiter Scott Fisher schaffte es endlich bis zum Gipfel. Auf ihn wartet sein Sherpa. Wir haben es alle geschafft, mein Gott, bin ich total fertig. Steig ab, Scott. Aber 15 Minuten später meldet sich Rob Hall beim Basislager. Er sagt, wir haben keinen Sauerstoff mehr, ich bin gerade mit Doug. Er ist an der Stufe Hillary bewusstlos geworden. Wir brauchen dringend Sauerstoff, um von hier wegzukommen. 800 Meter Höhe, Rob Hall mit Doug Hansen steigen von der Stufe Hillary ab. Scott Fisher und sein Sherpa schaffen es immer noch nicht, von dem Südgipfel hinabzusteigen. 7 Uhr abends. Es war ein ungeheuerlicher Wind, es blitzte und donnerte, das fing alles so plötzlich an. Das hat uns einfach umgehauen. Auf beiden Seiten des südlichen Gipfels befinden sich sehr steile Klippen. Ich hatte das Gefühl, dass wenn wir nicht sofort stoppen und sich nicht neu gruppieren, werden wir sicherlich in die Tiefe stürzen. 10 Uhr abends. 11 Alpinisten tummeln sich zusammen. Danach, für ein paar Momente, sind die schwarzen Wolken verschwunden. Ich sah die Grundrisse von den 2 Peaks. Das war die Chance, auf die wir gewartet haben. Unsere Chance. Die 2 Peaks gaben uns einen wertvollen Hinweis für die Richtung, denn die Gruppe war mittlerweile völlig erschöpft und desorientiert. Sie sind nun zum 4. Lager aufgebrochen. Aber manche waren in so einem kraftlosen Zustand, dass die auf dem Weg immer wieder zusammengebrochen sind. Ich schrie, wenn ihr nicht laufen könnt, dann müsst ihr kriechen. Die Gruppenleiter entscheiden sich, die Schwächsten, die sich nicht mehr weiter bewegen können, auf der Stelle liegen zu lassen. Das war schrecklich, aber es musste sein, denn anderenfalls würden wir dort alle sterben. Haltet euch alle zusammen. Geht nicht auseinander. Ich hole Hilfe. Gruppe Beidleman setzen ihren Abstieg fort mit den Leuten, die sich noch irgendwie bewegen konnten. 5 Menschen wurden zurückgelassen. Wir liefen direkt in die Richtung des Lagers. Irgendwann öffnete sich das Zelt vor mir und jemand von der Besatzung zog mich in das Zelt. Ich weiß nur, wie jemand mein Gesicht stellenweise von dem eingefrorenen Eis befreite. Das war das Einzige, was ich noch wahrgenommen hatte. Danach war nichts mehr. Lena Gammelgaard erzählte Anatoli Boukreev über die 5 Alpinisten, die zurückgelassen worden waren. Kurz darauf verschwand Boukreev im Schneesturm alleine. Er schleppte einen Gruppenmitglied, der kaum noch bei Bewusstsein war, in das Zelt. 3 Uhr nachts. Boukreev schaffte noch 2 weitere Menschen in den Lager anzuschleppen. Für die restlichen 2 Alpinisten, die da draußen im Sturm blieben, hatte er leider keine Kraft mehr. Sechs Alpinisten aus 2 Gruppen, inklusive deren Anführer, Rob Hall und Scott Fisher, bleiben nun an den Hängen des Berges. Sie sind dort bereits mehr als 24 Stunden. 11. Mai 1996. Auf der Höhe 655 Meter über dem 4. Lager versuchen Sherpa Scott Fisher zu retten. Sie haben den Scott gefunden, er hat gerade noch geatmet, reagierte aber auf nichts mehr. Sie hatten einfach keine Möglichkeit gesehen, ihn nach unten zu transportieren. Der Sturm, der den Everest am 10. Mai 1996 traf, kostete 8 Alpinisten ihr Leben. Die Neuigkeiten über diese Tragödie haben die Welt erreicht, viele Menschen waren fassungslos. Und einige Menschen wollten wissen, was genau führte dazu, dass 8 Menschen mit guter Ausrüstung und intensiver Vorbereitung an einem einzigen Tag sterben mussten.